Ja, hallo meine Freunde. Ja, ihr denkt jetzt, sag mal, wo ist dann der Hesemanni? Ja, ich bin hier live in Ägypten, in Hurghada. Ja, jetzt denkt ihr alle, oh, der hat's gut. Ja, ich hab's auch gut. Ich hab's wirklich gut. Wirklich, kann ich nichts sagen. Ich hab's wirklich gut. Ja, aber ihr habt Scheiße, gell? Ihr hockt alle Arme, müsst arbeiten. Ja, macht das doch mal. Ja? Sonst denkt ihr auch so mehr über mich und jetzt denkt ich mal über euch so. Also perfekt. Also hier ist wirklich perfekt. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt, ja. Schöne Fische, alles Mögliche. Und wir waren letztes Mal, haben wir mal so eine Quadfahrt gemacht in die Wüste. Hier, das war gigantisch. Das war gigantisch. Bin mit meiner Frau, der Gabi, sind wir los. Quadfahrt. War dann so ein Guide dabei. Wir haben eine private Tour gemacht, wir beide zusammen. Und es war richtig herrlich, ja. Quer durch die Wüste, es hat gestaubt wie Sau, hast du manchmal nichts mehr gesehen, ja. Die Augen waren halt zu voller Sand, aber möchte nichts, abgeputzt weiter, ja, so soll es sein. Irgendwann mal, so nach einer halben Stunde, stand der Guide, hat der Handzeichen gegeben, langsam erfahren, das haben wir auch gemacht. Und auf einmal sagt er dann, absteigen. Sag ich mal, was will der machen? Das halt, habe ich gesagt, den Kerl hast du ja gar nicht verstanden. Aber gut, dann haben wir es dann irgendwie begriffen und dann sind wir dann abgestiegen. Und da sind wir dann um so einen kleinen Berg rumgelaufen. Und da hat dann auf einmal so Kamel da gestanden. Denkst du, was machen wir jetzt? Das heißt, aufsteigen. Da sind wir dann auf das Kamel, sind wir dann aufgestiegen. Und ja, und sind wir halt beide mal schön mal ein Stück gelaufen. Hier, ich sag euch, das, mir tun die Knochen heute noch weh. Es war ja wirklich nichts. Es war wirklich gar nichts. Ich habe gedacht, was ist da mit dem Vieh los? Ja? Ich glaube, ich habe zu dem Guide gesagt, hier mit dem Kamel stimmt was, der ist kaputt. Siehst du, wieso? Siehst du, ja, der mit der Hüfte oder so, der wackelt so komisch. Aber ich meine, wir können höchstens eins machen hier. Ich mache ja bei mir daheim an meinen Oblastkrone auch alles selber. Sag ich, ich kann mal hier bei dem Vieh, kann ich mal ein bisschen Hufeisen machen. Das wäre vielleicht gescheiter. Weil, dass er nicht so einseitig läuft. Okay, und irgendwann habe ich schon gesagt, das hat einfach gar keinen Sinn mehr. Wir gehen her und tauschen wieder die Plätze und gehen wieder runter. Quad wieder drauf gegangen und sind dann weitergefahren. Also ich muss sagen, es war wirklich gigantisch. Da sind wir wieder zurückgefahren, Alex, und am Ende von der Quadfahrt haben wir dann noch was getrunken. Da hat er uns dann gefragt, was wir trinken wollten und so. Da habe ich mal ja gut, ich trinke Cocktail. Da hat er gesagt, hat er halt nicht verstanden. Okay, da habe ich gesagt, ja Cocktail, das ist der was, sag ich, ist ja egal, schütt einfach rein, macht die Brühe ein bisschen bunt und fertig. Das schmeckt mit Alkohol drin, logisch. Das haben wir dann auch gemacht. Das hat richtig bombastisch geschmeckt, war richtig klasse. Ah ja, ich meine gut, hier, das sind ja alle so schwarze Menschen, wo hier rumrennen. Aber die sind sehr nett. Sehr nett. Kannst gar nichts sagen. Ist perfekt. Ich habe gleich geduzt, ja. Also ein kleiner Mensch, ja. Und habe ich gesagt, hier Bambino, komm mal her, du. Schenk mir nochmal einen ein, nochmal so ein gleich nochmal. Und das war hervorragend. Hervorragend. Du Sarah hat geschmeckt. Ja, und dann sind wir halt dann wieder zurück. Hat er uns wieder in unser Hotel hat er uns wieder reingebracht. Und ja, und dann sind wir dann zum Essen schön gegangen. Ja. Gabi hat natürlich große Hunger gehabt, die, so klar, die hat ein Ei gefressen in sich, ich muss so sagen. Ja. Aber die hat einen Kohldampf gehabt. Ich habe mich ja ein bisschen zurückgenommen. Okay. Man muss sich von seiner guten Seite zeigen. Okay. Na ja, dann habe ich mich schon gefreut, ja, wenn wir uns dann wieder in die Lobby setzen und sowas. Und da habe ich dann gesagt, oh, hier, du, ich habe noch so ein Dosch hier, so einen schönen Cocktail. Du. Da habe ich dann hier da den Kellner gerufen, ja, habe gepfiffen, aber wir hören ja die Pfeife. Dann habe ich halt getrommelt und da kam er an. Und da kam er an und da hat er gesagt, ja, was los wäre. Sag ich, hab Durst. Trink ihn. Ja, und dann hat er gesagt, ja, okay, machen wir. Was will ich gerne haben? Sag ich, einen schönen Cocktail. Ja, was? Und dann hat er mir da irgendwas gesagt, da, was es da alles gibt. Da, Dana Magic und was weiß ich, was ein Dana Magic ist, ja. Ja, da ist Dana Magic, Uriana ist Titanic, und da ist Hurghada, hier heißt Ägypten. Sag ich, mach jetzt so ein schönes Ding, schön bunt, ja, mit ein paar Eiswürfeleien, gut was. Der hat mir da so ein Ding hingezaubert, das war das Feinste. Vom Feinsten war das, war echt genial. Hat er mir das Ding da hingezaubert, hat es mir gebracht, es hat so gut geschmeckt. Und wir haben ja all inklusiv. Ja, mein Gott, das musst du ja ausnutzen. Also habe ich natürlich angetrunken, habe gleich gesagt, hier, pass auf, wenn du wiederkommst, bring mal zwei mit. Weil du gehst, hast eh so kleine Schritte, dauert es länger. Ja, und da hat er mir halt zwei Stück mitgebracht. Immer, oh, du, das hat geschmeckt. Aber ich, nee, du, ich war nicht zu wie ein Eimer. Du, das gibt es überhaupt nicht. Zu wie ein Eimer. Meine Frau, die Gabi, die muss mich schon da heimschleife ins Zimmer. Aber ist egal. Wir haben da im Zimmer noch Hotelbar.
flackerlichen Bruder und alles drin. Wunderbar, du. Da ging es dann weiter. Da haben wir dann noch ein bisschen Wein getrunken. Ich dachte, wusste ich gar nicht mehr, wie ich war. Nächsten Morgen gleich wieder zum Frühstück. Ja, und wie er mich gesehen hat, der Kellner wieder, hat mich gefreut. Ja, gut, okay, ich meine, man kann ja jetzt sagen, einfach hier, man muss ja ausnutzen, mein Gott. Ich habe gerade mal 5 Euro Trinkgeld gegeben. Ja, das ist halt ein Monatsgehalt. Das war genial, genial. Ich kann es euch empfehlen. Ja. Und jetzt stehe ich gerade nur für euch. Stehe ich mitten im Roten Meer. Ja. Haben viele noch nicht gesehen. Ja, ich weiß, das ist nicht rot, ja, aber das ist halt der Name. Ich will es euch jetzt nicht erklären, warum, wieso, weshalb. Da dauert es noch länger. Ja. Also, ich kann es euch empfehlen. Kommt mal hierher. Ihr werdet sehen, es ist erste Sahne. Ja. Und mehr verrate ich nicht. Also, macht's gut in diesem Sinne. Mal fragt die Gabi, die liegt auf dem Zimmer, die ist platt, deswegen muss ich es alleins machen. Also, bis dann, euer Hesemann.